Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Battlefield 3. Wie ihr schon angekündigt, habe ich vor, ein Let's Play zu dem Battlefield 3 zu machen und hatte ja schon mal die Kampagne angefangen bzw. durchgespielt, weshalb wir jetzt gleich eine neue Kampagne starten. Natürlich auf Schwierigkeitsgrad normal, weil das andere wird zu einfach. So. Ja, auf jeden Fall ohne irgendwas zu spoilern. Es geht hier einfach nur um mehr oder weniger moderne Kriegsführung gegen Terroristen. Und hier stehen noch immer sehr hilfreiche Tipps. Und wir fangen am besten gleich an. Nach dem Trailer. Und da sind wir auch schon. So. Danke. Sehr nett von dir. Okay, verschanzt du mal nicht so gut. Ich mag solche Kampfszenen irgendwie. Aber ich wollte die Shotgun noch behalten, Junge. Und einmal raus aus dem Fenster, einmal rüberspringen, oder? Yep. Trollolol. Komm, kletter, kletter hoch. Dann sprinten wir mal. Autsch. Das war jetzt nicht so geplant. Hier, hast du schon? Ach ja, hast du schon. Gut, dann jetzt einmal hier runter. Oh, hi. Ich hab keine andere Waffe, okay. Geht das hier? Kann ich? Nein, ich kann nicht. Okay, dann kann ich auch keinen Messerkill machen. So, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ich mag es nicht, wenn man Waffen auf mich richtet. Naja, gut. Mission. Operation Swordbreaker. Gegner können nach einem Treffer wieder aufstehen. Feuere doppelt, um sicher zu gehen. Sehr hilfreich, aber naja. Ich meine, wer feuert eh nicht nochmal drauf? So, das war jetzt erstmal das kleine Tutorial, was ich mir nicht durchgelesen habe, weil dieser Shooter ist eigentlich so wie die anderen. Abgesehen davon, Messerkill ist auf F und nicht auf V. Wie bei COD oder sonst wo. Ach ja.
La 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 la. Schön, dass es immer so lange dauert, bis es geladen hat. Kann man die Zielhilfe eigentlich auch so ausschalten? Oder ist sie nur in schwierig aus? Naja, was soll's. So. Jetzt rede ich auch mal nichts, weil sonst versteht mein Dialog nicht. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er, Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rat. So, da sind wir auch wieder. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Mein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sonnenzug begeben. Hier 1-3, verstanden? Okay, wir sind zur fünften an Truck. 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Sehe ich genauso. Okay, los geht's. Vorwärts. Will auch so eine dicke Wumme haben. Willkommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Kann ich mal eine andere Waffe aussuchen? Ich will eine andere Waffe. Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Körper Hallo. Okay, dann nicht. Dann will ich die behalten. Okay, wir sind fünf. Ne, wir sind fünf. Ja, wir sind fünf. Plus. Ne, der Typ da vorne nicht. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Oh, Junge, red Deutsch. Die sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Ich versuch's. Aber du redest mal Deutsch, Junge. Ah. Geht doch. So. Geh vom
Geh doch. Ich warte. Kann ich es ausprobieren? Haha. Schisse. Komm, schlag die Tür ein, Junge. Campo lässt sich auch immer so eine Zeit, ey. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Ach, jetzt willst du mich nicht durchlassen, Junge. Willst mich verarschen? Dann geh. Hallo. Bah, Junge. Jetzt geh endlich. Ich würde jetzt gerne mal... Oh. Ja, das ist aber schön. Wieso komme ich hier nicht durch? Willst du mich echt verarschen? Gucken. Kriegen wir die kaputt? Ja! Licht aus! Hm. Zehn Schier so. Komm, lass mich mal hier durch. Ah! Jetzt! Gut. Wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, immer noch, okay. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Campo. Kevin, Campo, Montes. Gut. Metkovic, mach die Tür auf. Make open the door, please. Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Los, Junge, komm. Ne, wäre ich selber nicht drauf gekommen, dass er ein Scharfschütze ist, Junge. Kommt früh, der ist schon längst drin, Junge. So, Chefin, knallen wir mal ein paar Leute ab. Hängt gemütlich. Junge, Kopfrunner. Wo schießt denn hier einer? Scheiße, die PLA. Da ist noch einer. Ach komm. Wir werfen mal eine Granate. Bam. Ja, das bloß weg von den Autos und alle liegen bei den Autos. Der Fisch hier hin. Eigentlich ja nicht, aber okay. La 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 la.
Das ist so very funny. Der Film ist auch nicht schön, oder? Los, zurück. Ich will den Sniper jetzt ausschalten. Oder? Schalten wir den Sniper überhaupt aus? Wir übernehmen. Hey, komm mal. Kannst du das spüren? Okay. Dann mal los. Um jede Ecke. Kannst du spüren? Nein, dann ist gut. Er wird wieder. Das ist ein Sehen wir denn. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt wird er weiter. Komm, Montes, beweg deine Hufe. Augen offen halten. Scheiße, zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung fahren. Bleib nicht vor den Fenstern stehen. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran oder was? Das ist mir wurscht, wo der sich die herholt. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Hauptsache, es werden ein paar mehr. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Lass, geh vor. Aber jetzt will ich mal. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Unten. Wow, der Chat ist richtig aktuell. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Bin ich voll dafür. Okay, unterwegs. Und los. Ja, ey, guck nicht so komisch, Montes. Und los. Aua. Das hätte wehtun können. Hätte ich mir damit umbringen können, Junge. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? An die Wand. Black. Warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Okay, das ist jetzt bescheuert. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Ja. Wow, ich bin irgendwie müde. Keine Ahnung. Das war so ein Shooter. Black jetzt. Ey, guck mal. Wir kriechen so offen und der Sniper ist wahrscheinlich in dem Haus da drüben. Ja, Junge, genau. Einfach hier offen rüber kriechen. Ich bin schon nicht in seinem Arsch riesig. Hä? Wo? Lol, ich sehe ihn nicht. Okay. Feuerwerk!